Aber eins muss mal wirklich völlig klar sein, der Film ist ein Spielfilm. Ich habe das im Film eher ein bisschen gespürt, dass der Film gleich in der zweiten Szene oder ich weiß nicht, relativ ganz am Anfang diesen Satz hat, der 23. guten Tag zum Sterben und es da im Grunde den Selbstmord nahegelegt wird. Derzeit alle getan, aber diese Koks-Szenen, das ist halt völlig übertrieben. Ich bin im August 65 geboren, Karl ist im Juli 65 geboren. Ich war zumindest in der Schülerzeit in ähnlichen Zusammenhängen, war damals auch politisch engagiert. Ich habe 91 im Spiegel den Artikel gelesen über Karl Koch, hatte den Eindruck, er ist ein sensibler, junger, intelligenter Mensch, der ein seltsames Abenteuer erlebt hat und der auf eine chaotische Art und Weise ins Leben gekommen ist. Gibt es die Illuminaten oder nicht? Den Beweis bringt es noch? Vollkommen egal, ob du die Illuminaten oder T2 oder die Rosenkreuzer nennst. Die Geheimlosen gibt es auf alle Fälle. Das kannst du in jedem Geschichte gut machen. Eine Geschichte, die in dem Film, ich weiß nicht, gut rüberkommt, aber nicht so gut rüberkommt, ist, dass wir uns damals als echte irgendwie Elite-Runde verstanden haben. Eben ein treibendes Ding. Wir dachten, wir wären erst die Allerschärfsten und wir wären irgendwie die Einzigen, die das könnten. Und wenn wir jetzt, dann könnten wir irgendwie dann später gucken. Insofern war das für uns dann nicht so abwegig. So, das war die Idee irgendwie, wir sind hier wirklich am Start und jetzt müsste doch eigentlich jemand sich mal für uns interessieren. Das müssen wir doch einfach mal hier ein bisschen so loskommen. Und das ging halt irgendwie überhaupt nicht, weil alle studierten und keiner hatte Kohle und 300 Baut-Modems und irgendwie alles langsam und elend. Und wenn man irgendwie was probiert hat, dann ist die ganze Zeit abgeraucht. Und was? Die Gedanken sind frei, aber entstehen. Wie geht denn jetzt weg? Die Gedanken sind frei, keiner kann sie erraten. Sie fliegen vorbei wie nächtliche Schatten. Kein Mensch kann sie wissen, kein Jäger erschießen. Die Gedanken sind frei, kein Mensch kann sie wissen. Sie fliegen vorbei wie nächtlich. Mann, das geht nicht. Hey, warum sind hier keiner mit, hä? Wilson sagt, die Welt ist nicht so, wie sie scheint. Hinter den Kulissen zieht ein mächtiger Geheimbund die Fäden. Die Illuminaten. Die Illuminaten sind so schnell mächtig geworden, dass man sie schon nach 10 Jahren verboten hat. Das Symbol der Illuminaten. Auf dem wichtigsten Zahlungsmittel der Welt. Olof Palme ist tot. Er fiel gestern Nacht einem Attentat in der Stockholmer Innenstadt zum Opfer. Der Tag hat 24 Stunden und jede Stunde hat 60 Minuten. Genau um 23.23 Uhr wird geschossen. Karl, das ist doch nur ein Spiel mit dieser beschissenen 23! Aber nicht für mich! Die Diskothek La Belle bot in den frühen Morgenstunden ein Bild des Grauens. Karl Koch war besessen. Von dem Geheimnis um die 23. Trotzdem kann ich mir ganz viele Indizien bis heute nicht erklären, die in diesem Zusammenhang eine Rolle spielen und weswegen auch alle Beteiligten die wahre Geschichte bis heute nicht kennen und wahrscheinlich nie kennenlernen werden. 23. Nichts ist so, wie es scheint. May '89, der letzte Tag im Leben des Karl Koch. Ich weiß nicht mehr genau, wie oft ich den Roman Illuminatus gelesen habe. 50 Mal, 60 Mal.
Auf jeden Fall hat mich eine Stelle immer am meisten fasziniert. Alle großen Anarchisten starben am 23. irgendeines Monats. Der 23. ist ein guter Tag zum Sterben. So beginnt der Spielfilm 23 und so endet das wirkliche Leben des Hackers Karl Koch. Er starb mit 23 Jahren, seinen verkohlten Leichnam fand man in einem Waldstück bei Gifhorn in Niedersachsen. Daneben ein geschmolzener Benzinkanister. Selbstverbrennung, vermutete die Polizei. Freitod oder Hinrichtung, diese Frage quält Hans Hübner, Karls Freund aus alten Hackertagen, noch immer. Sicher ist, Karl fühlte sich verfolgt. Ich kann mir das einfach gut vorstellen, dass seine ganzen Träume dahin waren und dass er genau das gesehen hat. Also vielleicht nicht immer, aber vielleicht einmal zu oft. Und vielleicht hat er einmal zu oft einfach sein gewünschtes Lebenswerk als gescheitert gesehen. Das kann durchaus sein. Seinen Namen kannten nur Eingeweihte. Aber was er getan hatte, beschäftigte die Medien weltweit. Per Heimcomputer und Telefon brach er in das Datenverbundsystem ein. Unter dem Pseudonym Heckbarzilein ging der Computerfreak aus Hannover auf Datenreise in Großrechnern von Militär, Behörden und Forschungslabors. Nicht nur zum Spaß. Koch und einige Freunde hatten ihre Künste an den sowjetischen Geheimdienst KGB verkauft. Jetzt, 10 Jahre danach, kommt der authentische Thriller über Hacker, Spione und Verschwörungstheorien in die Kinos. Städte. Das ist ein Planspiel für den Atomkrieg. Scheiße, Kai, du panikst hier dauernd nur rum. Das sind Atomkraftwerke. Hier, Anzahl der Reaktoren, Leistung. Bitte in Ruhe zu Ende. Ja, ich auch nicht auf der Kraft abzusisten. So fängt der nächste Krieg an. Die jagen so ein Ding in die Luft. Sag mal, was soll denn das? Hey, ich komm nicht runter, Mann! Scheiße, Kai, hau ab, du nervst mich! Hau ab! Karls Freund im Film heißt David. Ähnlichkeiten mit realen Personen sind beabsichtigt. In den 80ern war das halt alles noch nicht so, wie es jetzt ist, dass jeder einen Computer hat. Aber es war eben damals auch schon so, dass viele wichtige Dinge, die auf dieser Welt passieren, nur mit Computern überhaupt noch passieren. Also Börsen, Kraftwerke, ganze Transportlogistik, alles, Militär, alles hängt von diesen Computern ab. Und Karl hat halt geglaubt, dass wenn er diese Computer unter seine Kontrolle bringt, dass er dann eine Möglichkeit hat, die Welt zu verändern. Ein Glaube, den Karl Koch aus dem Kultbuch Illuminatus bezog. Die 23 gilt den Illuminaten als heilige Zahl. In der drogenvernebelten Science-Fiction-Story geht es um Weltverschwörer, die einen Atomkrieg anzetteln wollen. Romanheld Heckbarzilein hat die Aufgabe, die Welt vor den bösen Mächten zu retten. Karls Jugendfreund Fricke Over erlebte mit, wie der Hacker mehr und mehr in die Psychowelt des Romans abtauchte. Er meinte, er wäre Heckbarzilein. Genauso wie er hat er die Aufgabe, gegen die Weltverschwörung zu kämpfen, die Weltverschwörung aufzudecken und das öffentlich machen, auch dann eben die Gefahr zu bannen. Aber sag mal, in ganz harten Phasen ging das bis dahin, dass er sich für den Messias hielt. Wohl nicht zuletzt deshalb, weil Karl schon früh und gerne Drogen nahm. Zuerst Haschisch, dann Härteres. Ein von ihm selbst verfasster therapeutischer Lebenslauf weist aus, bevor er volljährig wurde, hatte er schon diverse Psycho- und Drogentherapien hinter sich. Darunter Behandlungen wegen Kokainpsychose und Aufenthalte auf der geschlossenen Station eines Landeskrankenhauses. In der gesamten Geschichte seiner Kindheit liegt der Schlüssel. Also seine Mutter ist früh an Krebs gestorben, dann zog die Oma ein, die vom Vater auch nicht gut behandelt wurde nach seinen Erzählungen. Die ältere Schwester war damals heroinabhängig, gab mehrere Selbstmordversuche von ihr in der elterlichen Wohnung, die Karl so als 10-, 12-Jähriger mitbekam. Ich denke, dass in dieser persönlichen Geschichte schon Großteil der Ursache liegt. Wir haben drei Anerkennung fand Karl Koch hier 1986 auf der Computermesse CeBIT nur als Hacker. Und dann haben wir noch den Karl, der Karl ist Gymnasiast aus Hannover auf dem Wege zum Abitur und der Karl betätigt... Doch während die von der Öffentlichkeit andächtig bestaunte Hackerei für die meisten seiner Freunde Spiel war, wurde sie für Karl, alias Heckbart, bitterer Ernst. Der Computer war für ihn zur Waffe geworden im Kampf gegen die Illuminaten.
Denn, so vertraute er dem Lehrer und Journalisten Jochen Sperber an, die Verschwörer bereiteten in den Großrechnern von Forschung und Militär den Atomkrieg vor. Zur Abwehr durchstreifte er als Captain Heckbart Nacht für Nacht die Datennetze, den Feind fest im Blick. Wir haben hier eine sogenannte Sitelist von Computern, die gehackt worden sind 1987. Da haben wir zum Beispiel hier oben das NAVA Goddard Space Flight Center, um ein Beispiel zu nennen. Aber wenn man sich die Liste der Rechner durchguckt, findet man also auch noch weit mehr. Zum Beispiel das NAVA Headquarters mit den Rechnern Castor und Pollux. Aber auch hier das Max-Planck-Institut für Kernphysik aus Heidelberg. Oder ein Rechner des Kernforschungsinstituts CERN aus Genf. Das ist die europäische Kernforschungsanlage. Davon gibt es noch mehr.